Vielen Dank. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die besondere Ehre, hier in der ETH in Zürich sprechen zu dürfen. Ich darf Ihnen direkt mal die erste Frage stellen. Von 10 Menschen, was glauben Sie, wie viele Menschen haben Angst vor Veränderung? Was würden Sie sagen? 9. Geht einer weiter von 10? Letzte Woche sagte einer in Bonn 11. Aber Sie haben ziemlich recht, 8 bis 9 Menschen haben Angst vor Veränderung. Das müssen Sie jetzt die nächste Stunde erdulden. Ich führe Sie in eine Welt hinein, bei der die Spielregeln, die wir kennen, nicht mehr funktionieren. Ich habe am Montag eine Messe Personal eröffnet in Köln und das war sehr früh am Morgen. Und das Erste, was ich zu dem Personalchef sagte, guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Sie verlieren gerade Ihren Job, aber Sie merken es nicht. Ich hatte allerdings eins erreicht, alle waren sofort hellwach am frühen Morgen. Ja? Das heißt, denken Sie an den Satz, vielleicht einmal in 5 Jahren. In 5 Jahren wird nichts oder so gut wie nichts von den wirtschaftlichen Spielregeln noch so sein, wie wir es aus den letzten 50 Jahren heraus kennen. Wir leben mitten in einer Revolution, das möchte ich jetzt begründen. Aber diese Revolution hat immer 2 Perspektiven. Man könnte sagen, okay, das hat eine Perspektive, die mir nicht so gut gefällt. Oder aber Sie könnten sagen, es ist eine neue Gründerzeit. Ich bin überzeugt davon, dass jetzt gerade eine neue Gründerzeit für alle entsteht. Wir haben eine historisch einzigartige Situation, wie wir sie kein zweites Mal mehr in dieser Form, solange wir jedenfalls leben werden, erkennen können. Die jetzige Zeit wird eine Zeit sein, bei der die wirtschaftlichen Spielregeln, so wie wir es kennen, geändert wird, weil das Internet jetzt eine Phase erreicht hat, wo wir nicht mehr von einem Internet sprechen, sondern von einem Evernet. Die kleinen Geräte, die wir iPhones und Androids nennen, die iPads, haben mittlerweile eine neue Welt geschaffen. Und diese neue Welt ist überall in der Lage, auf Informationen zuzugreifen. Damit verlassen wir das Feld der PCs, wie wir sie kennen, wo das Internet erst einmal groß geworden ist. Und wir gehen in eine Welt hinein, in der wir die Informationen zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle dann bekommen können, wenn wir es haben wollen. Und das hat natürlich eine ganze Menge sehr spannende Auswirkungen für Unternehmen. Ich habe mich mit dem Thema Internet, Sie werden es vielleicht mir nicht glauben, bereits vor 20 Jahren angefangen zu beschäftigen. Ich hatte damals die Chance, mit Steve Jobs zusammenzukommen. Und Sie wissen, er gilt als einer der großen Visionäre, die wir zurzeit haben. Und wir hatten damals ein Projekt, bei dem ich in Paris der Erste war, der ein ganz bestimmtes Gerät mit dem Namen Sweet Pea gesehen hat. Dieses Gerät ähnelt sehr stark dem heutigen iPad. Wir hatten eine wunderschöne Vision, allerdings klappte damals noch nicht das Internet, um nicht zu sagen, es existierte gar nicht. Das hat sich heute geändert. Insofern bin ich seit dieser Zeit sehr nah an dieser Welt dran, die wir heute Internet nennen. Aber heute habe ich viel gelernt. Gerade in den letzten Monaten habe ich gelernt, dass wir das Internet anders sehen müssen. Das Internet ist für mich das, was die Erfindung der Elektrizität ist. Als die Elektrizität erfunden wurde, wurde das erstmal diskutiert. Was bedeutet das? Welche Auswirkungen hat das? Könnte das Schaden zufügen? Brauchen wir das? Eine ähnliche Diskussion, habe ich den Eindruck, mutet man uns heute zum Thema Internet zu. In wenigen Jahren werden wir darüber lächeln, weil heute machen wir uns auch keine Gedanken mehr über die Elektrizität, weil sie ist überall allgegenwärtig. Also geht es eigentlich gar nicht mehr darum, die Frage zu stellen, was bedeutet das Internet für uns, sondern es geht nur darum, wie können wir das Internet für unsere zukünftigen Geschäftserfolge, weil das ist das, was mich interessiert, nutzen. Wir haben also hier, wie man so schön sagen kann, wirklich eine neue Welt vor uns und das ist das, in die ich Sie jetzt einmal hineinführen möchte.